Ja, du hast dir Kartoffeln und Brokkoli ausgesucht. Und ich denke mal, daraus mache ich eine cremige Kartoffel-Brokkoli-Suppe mit einer schönen Einlage. Okay, los geht's. Für die Suppe braucht ihr erstmal 300 Gramm Kartoffeln. Ich nehme jetzt hier einfach die Kartoffeln mit Schale, weil ich finde, das schmeckt meistens einfach besser, als wenn man die vorher schält. Die könnt ihr einfach in grobe Würfel schneiden. Und in eine Schüssel geben. Dann braucht ihr natürlich Brokkoli, insgesamt 400 Gramm. Davon nehmt ihr allerdings 80 Gramm und packt sie euch erstmal beiseite. Und den Rest könnt ihr auch grob schneiden. Und in eine Extraschüssel geben, also nicht zusammen mit den Kartoffeln. Bei den 80 Gramm Brokkoli, die ihr abgenommen habt, solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, wenn ihr die abwägt, dass ihr die ohne viel Stiel macht. Also ich habe die jetzt hier so ein bisschen gekürzt. Und die werde ich jetzt ganz einfach mit dem Messer ganz fein schneiden, sodass ihr dann etwa solche Stückchen raus habt. Nicht unbedingt größer. Und die könnt ihr wieder in eine extra Schüssel geben. Dann braucht ihr ungefähr drei Pilze. Da könnt ihr auch mehr oder weniger nehmen, je nachdem, wie ihr möchtet. Die Stiele könnt ihr erstmal abmachen. Und die Pilze dann einfach in Scheiben schneiden. Ebenso wie die Stiele. Außerdem braucht ihr eine Zwiebel und die könnt ihr ganz einfach in Scheiben schneiden. Dann braucht ihr einen großen Topf, am besten noch einen, für den ihr auch einen Deckel habt. Und da könnt ihr dann schon mal einen Esslöffel Margarine reingeben. Und sobald die geschmolzen ist, könnt ihr schon mal die Zwiebeln in den Topf geben und leicht glasig anschwitzen. So, und sobald die Zwiebel ein bisschen glasig ist, könnt ihr die Kartoffelstückchen dazu geben und noch kurz mit anbraten. Und die Kartoffeln können mit den Zwiebeln zusammen ruhig ein bisschen Farbe annehmen. Nach ein paar Minuten könnt ihr dann das Ganze auch mit 1 Liter Wasser aufgießen. Dann könnt ihr die Suppe auch schon mal würzen, und zwar mit 1 bis 2 Teelöffel Salz. Abschmecken könnt ihr dann eh zum Schluss nochmal. Ein bisschen Pfeffer. Einen Teelöffel Thymian. Und circa einem halben Teelöffel Muskatnuss. Und das Ganze könnt ihr jetzt erstmal so circa 10 Minuten, am besten mit Deckel, vor sich hin köcheln lassen. So, nach 10 Minuten kochen könnt ihr dann den Brokkoli dazugeben. Und dann könnt ihr das Ganze auf einer etwas kleineren Stufe ungefähr für weitere 10 Minuten weiter köcheln lassen. Dann braucht ihr eine flache beschichtete Pfanne und könnt dort einen weiteren Esslöffel Margarine reingeben. Und in die heiße Margarine geht ihr dann ganz einfach eure Pilze rein und außerdem den klein geschnittenen Brokkoli. Außerdem könnt ihr dann eine kleine Prise Salz dazu geben. Und das Ganze röstet ihr jetzt am besten unter ständigem Rühren auf höchster Stufe schön an. Und das wird dann später sozusagen die Einlage für die pürierte Brokkolisuppe. So, und wenn das für euren Geschmack braun genug ist, dann könnt ihr einfach die Platte ausmachen und die Pfanne vom Herd nehmen. So, wenn die Suppe weitere 10 Minuten gekocht hat, dann sollte der Brokkoli auf jeden Fall auch durch sein. Dann könnt ihr die Suppe jetzt mit eurem Pürierstab pürieren. Oder aber ihr nehmt, wenn ihr habt, euren Omniblend oder Vitamix oder halt einen ähnlichen starken Mixer. Denn ich finde, bei pürierten Suppen schmeckt es umso besser, je feiner das püriert ist. Das macht, finde ich, eigentlich einen Großteil des Geschmacks aus. Bei jeder pürierten Suppe wirklich. Dann habe ich hier eine halbe Tasse Sojamilch. Die gebe ich schon mal in den Mixer oder halt in eure Suppe, wenn ihr mit dem Pürierstab püriert. Und da gebe ich jetzt die Suppe dazu. So, Deckel drauf. Und schön fein pürieren.
So, das waren jetzt 20 Sekunden. Und die ist so richtig schön fein geworden. Die könnt ihr erstmal wieder zurück in den Topf geben. Und dazu könnt ihr gleich eure Einlage geben. Ihr könnt ihr natürlich auch auf jeden Teller extra einfach oben rauflegen. Ich mische die immer gerne unter. Ja, und so einfach habt ihr eine super cremige Brokkolisuppe zubereitet. Mit auch ein bisschen Biss, also durch die Pilze und durch den Brokkoli, den wir angebraten haben. Ja, mal kosten. Ja, wunderbar. Also schmeckt richtig schön kräftig nach Brokkoli. Und die Pilze geben dem Ganzen so das gewisse Etwas. Ja, das war nur eine Kombination. Ihr könnt auch noch zurückgehen und noch die anderen ausprobieren. Dafür müsst ihr einfach hier auf zurückklicken. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen der Suppe und bis zum nächsten Mal. Tschüss.